Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Heute mit dem Wochenausblick für die 48. KW. Wie üblich gehe ich heute wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX und den Euro gegen US-Dollar ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen in dieser Woche. Da haben wir am Montag um 15 Uhr, da spricht der EZB-Präsident Mario Draghi. Am Dienstag um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen in den USA für den Monat November. Und dann am Mittwoch um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt sowie um 16 Uhr Verkäufe neuer US-Eigenheime. 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände und abends um 18 Uhr spricht da noch FOMC-Mitglied Powell. Dann am Donnerstag aus Deutschland die Veränderung der Arbeitslosenquote sowie nachmittags dann um 16 Uhr die schwebenden Hausverkäufe und dann sicherlich ein ganz spannender Termin nochmal um 20 Uhr das Sitzungsprotokoll. Und dann zum Schluss am Freitag noch um 11 Uhr der Verbraucherpreisindex. Dann noch ein Termin in eigener Sache, und zwar Rendite Unlimited am kommenden Wochenende. Am Samstag und Sonntag ist ausgebucht. Also wir können auch niemanden mehr auf die Warteliste nehmen, die ist zwischenzeitlich so lang. Aber wir haben für euch zwischenzeitlich einen neuen Termin herausgesucht. Und zwar am 18. und 19. Mai habt ihr noch einmal die Möglichkeit, an Rendite Unlimited teilzunehmen. Und zwar in Frankfurt. Mehr Infos zur Veranstaltung findet ihr auf meiner Website www.lüdemann-coaching.de. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. Wie sieht die Großwetterlage aus und was hat sich in den letzten Tagen getan? Wir haben in den letzten Wochen hier einen sehr schönen Abwärtstrend ausgebildet, nachdem wir unter den 200er EMA bei etwa 2750 Punkte gefallen sind. Wir haben dann eine relativ starke Gegenbewegung gesehen, dann allerdings in den letzten Tagen auch wieder der Markt heruntergelaufen, wieder in den Bereich 2610, 2630 Punkte. Das heißt, wir haben hier theoretisch die Möglichkeit eines Doppelbodens. Ich möchte das Ganze noch nicht überbewerten. Wir sehen auch heute am Montag im vorbörslichen Bereich, beziehungsweise der Future wird ja schon gehandelt, dass es hier zu einer leichten Stabilisation kommt. Ich werde auch am Ende des Wochenausblicks für die Kunden des Screening-Dienstes hier auch noch weitere Fakten mit hinzubringen, wo wir dann nochmal auf die Morgenroutine im Einzelnen eingehen. Wir haben hier ein zweigeteiltes Bild. Also zum einen sehen wir hier dieses Doppelhoch, was sich hier gebildet hat, bei etwa 2810, 2820 und dann hier unten auf der Unterseite ein ähnliches Bild. Diese Gegenbewegung, die wir hier gesehen haben, war schon relativ stark gewesen dafür, dass wir in einem Downtrend sind. Das heißt, wir sind ja vor zwei Wochen noch davon ausgegangen, dass eine gute Chance besteht, dass der Markt nach oben ausbricht, was nicht passiert ist. Wir hatten noch keine Long-Positionen aufgenommen, denn ihr erinnert euch, im Wochenausblick haben wir gesagt, wir brauchen hier erstmal den Durchbruch durch den Bereich 2820, 2830. Ähnlich ist es jetzt auf der Short-Seite. Das heißt, jetzt Shorts aufzumachen, ist auch nicht besonders glücklich, weil wir befinden uns nun mal genau hier an den Tiefs bei 2610, 2630. Das heißt, für Shorts ist es zu spät aufzumachen. Die hätte man schon in den letzten Tagen idealerweise aufgemacht. Wir haben ja einige Werte im Screening-Dienst auch vorgestellt, die auch sich zum Teil wirklich sehr schön entwickelt haben. Auf der anderen Seite sind wir in einem klaren Trend nach unten.
Punktuell gesehen kann es hier jetzt zu einer guten technischen Gegenbewegung kommen, auch nochmal hier in den Bereich 2700, 2740 Punkte. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich, dass wir das sehen, dass wir hier nochmal in den nächsten zwei, drei Tagen auf jeden Fall eine Aufwärtsbewegung sehen. Heißt für mich, im kurzfristigen Bereich werde ich versuchen, hier auf diesen Zug aufzuspringen, diese Erholung auch zu spielen. Aber für den mittelfristigen Anleger, gerade auf Tag und Stunde, ist es besser darauf zu warten, auf entweder neue Short-Möglichkeiten aus meiner Sicht oder bei Durchbruch natürlich durch die 2610, 2630 dann genau zu schauen, ob sich da nochmal neue Einstiege lohnen. Das Bild im Nasdaq sieht wesentlich schlechter aus als im S&P, was uns natürlich auf der Trading-Seite aber die Sache wesentlich einfacher macht. Denn ihr erinnert euch, im S&P haben wir dieses Tief hier unten ja nicht herausgenommen, während wir im Nasdaq, was die Erholung angeht, nicht so weit gelaufen sind und dann im Gegenteil in der letzten Woche hier auch neue Tiefs gemacht haben. Also hier haben wir einen ganz klar bestätigten Abwärtstrend, was es auf jeden Fall sinnvoll erscheinen lässt, hier weiterhin auf der Short-Seite zu spielen, was wir ja auch in den letzten Tagen auch gemacht haben. Wir haben ja auch in der letzten Woche schon im Wochenausblick darauf hingewiesen, dass wir ja bei uns im Handelsbüro die Short-Seite spielen, haben hier auch einzelne Werte schon herausgesucht, die für uns interessant sind. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Tagen eine technische Gegenbewegung sehen werden. Heißt also, auch hier werde ich nur kurzfristig diese Bewegung mitnehmen, vor allen Dingen in den Werten, die besonders schwach waren in den letzten Tagen. Aber grundsätzlich ist das Bild hier erst einmal weiter negativ. Kommen wir noch zum deutschen Markt. Und hier befinden wir uns ja schon seit Monaten in einem klaren Abwärtstrend. Wenn wir hier mal ein bisschen weiter in den Chart hineingehen, können wir ja ganz gut sehen, wo wir denn herkommen. Das heißt, wir hatten hier dieses Doppelhoch gehabt und seitdem sehen wir ja, dass der Markt eigentlich nur noch eine Richtung kennt, nämlich Richtung Süden. Wir haben hier diesen ganz großen Trend, der hier nach unten geht, aber wir sehen ja auch innerhalb dieses Trends, und das ist ja auch das, was im Markt, den markttechnischen Handel so einfach macht, dass hier dann ein sehr schöner untergeordneter Trend entstanden ist, die man auch recht gut im Stundenchart handeln konnte, diese wirklich sauberen Abwärtsbewegungen, die doch recht stark immer gewesen sind, wenn man sich das Ganze anschaut. So, und wenn man sich gerade diese Bewegungen hier anschaut, wie sauber die auch nach unten verlaufen, dann macht es einfach Sinn, diese natürlich auch zu nutzen im Index, in Einzelwert. Und das ist auch der Grund, warum wir schon seit Wochen und Monaten innerhalb des Screening-Dienstes natürlich immer nur Aktien aus dem deutschen Markt auf der Short-Seite haben. Erste wirklich positive Bewegung sehen wir eigentlich heute Morgen. Wir sehen am Montag hier, dass der Markt mit einem leichten Gap aufgemacht hat und auch den gesamten Vormittag schon Richtung Norden läuft. Was wir da sehen, ist natürlich erst einmal nur eine technische Gegenbewegung. Um hier von einer deutlichen Entlastung zu sprechen oder eines Trendbruchs, muss der Markt erst einmal die 11.700, 11.800er Punkte Marke hinter sich lassen. Bis dahin ist noch viel Luft. Also auch hier, ich werde weiterhin auf der Short-Seite neue Positionen aufmachen in die Erholung hinein, aber kurzfristig im Trading, also sprich als Trader, werde ich natürlich diese Entlastung sehr gerne nehmen, diese technischen Gegenbewegungen. Denn auch hier gelten natürlich die gleichen Argumente, die ich vorhin schon im amerikanischen Markt genannt habe. Wie gesagt, wir gehen auch noch im Screening-Dienst weiter darauf ein und wir sehen auch hier dieses Doppeltief. Das heißt, wir haben zwar ein Tief, was etwas niedriger war als hier, was auch den Trend auf der Short-Seite weiterhin intakt hält, aber diese Tiefs haben sich hier halt nicht durchsetzen können. Und das spricht dann eben immer häufig dafür, dass es diese Entlastungsrallye gibt. Dazu kommt noch natürlich hier der Faktor der runden Marke 11.000 Punkte. Auch das ist natürlich immer etwas, was die Börse sehr gerne nutzt, diese runden Zahlen. Wir sind ja in den Seminaren immer wieder auf die Macht der runden Zahlen auch eingegangen. Das Ganze nutzt also auch für euer Trading.
Denn gerade im Trading kommt es eben darauf an, dass man viele kleine Puzzleteile zusammenbringt. Es nützt nichts, nur einfach auf den Chart zu schauen, sondern man muss einfach viele Bauteile zusammennehmen, gerade auch aus der Morgenroutine, eben diese einzelnen Faktoren zusammensetzen, so wie wir sie auch beim Mastermind-Seminar besprochen haben. Kommen wir noch zum Euro gegen US-Dollar. Auch hier sind wir in einem intakten Abwärtstrend. Auch hier kann man das sehr gut sehen, wenn wir hier noch ein Stück zurückgehen, wie sauber hier der Markt am Ende des Tages gelaufen ist. Wir haben hier diese recht starke Abwärtsbewegung von der 1,25 Richtung 1,14 gehabt. Dann eine Seitwärtsmarktphase, bevor der Markt dann noch eine Etage tiefer gegangen ist, sogar unter die 1,1250 gefallen ist. Wenn wir uns jetzt mal nur die letzte Abwärtsbewegung hier anschauen, auch hier können wir wieder sehen, dass der Markt mit Unterschreiten der 1,1370 hier sehr sauber wieder einen neuen Trend ausgebildet hat und dass wir eben hier auch die alten Tiefs wiederum bei der 1,13 herausgenommen haben. Was wir jetzt dann in der letzten Woche gesehen haben, war, dass wir nach der technischen Gegenbewegung hier diese sogenannten Korrekturen dann auch wieder in den Ursprungstrend zurückgegangen sind. Das heißt auch hier für mich, ich werde weiterhin die Short-Seite nutzen, um immer wieder in die Stärke hinein neue Short-Positionen im Stundenchart aufzubauen. Auch hier sehen wir das erste Mal Entlastung, wenn der Euro-US-Dollar es schafft, hier die 1,15 herauszunehmen. Das heißt noch nicht, dass es dann eine Trendwende gibt, aber dieses konsequente Traden der Short-Seite wird dann erst einmal für mich beendet sein und ich werde dann erstmal eine neutrale Position aufgeben. Bis dahin allerdings bleibe ich dabei, dass ich weiterhin eher hier die Short-Seite spiele. Das war es wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche und für alle, die in Düsseldorf bei Rendite Unlimited mit dabei sind, freue ich mich auf ein tolles Wochenende mit euch. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.